Einen wunderschönen guten Morgen an Tag 19. Wir haben 7:30. Wir sind schon seit einer Stunde auf dem Trail. Der Schnee ist noch gefroren und trocken. Das heißt, wir kommen ganz gut voran. Wir haben schon fast 2 Meilen gemacht. Genau. Heute Morgen, wir sind wieder rechtzeitig aufgestanden, aber sowohl unser Zelt war gefroren, als auch unsere Schuhe waren gefroren. Und dann ist immer sehr, sehr schwer, da reinzukommen. Und weil wir von gestern nur noch nasse Socken hatten, tut das dann ganz schön weh, wenn man in die Schuhe reingeht. Und dann ist man nicht so motiviert, schnell loszulaufen. Wir hätten euch das gerne alles mit aufgezeichnet. Nein, hätten wir nicht. Weil dann hatten wir dann wirklich morgens andere Gedanken. So, wir haben den ersten Peak heute schon gemacht. Wir sind auf dem Weg zum zweiten. Der ist auch nur noch knapp 1,5 Meilen entfernt. Und ab dann geht es wieder runter und hoffentlich auch bald raus aus dem Schnee. Genau. So viel zu heute. Willst du noch was? Dann bis später. Wir haben es immer noch nicht aus dem Schnee rausgeschafft. Das wäre unser Campspot gewesen, wenn wir weitergelaufen wären. Wir sitzen gerade an einer Bank und müssen die Knie anziehen, weil der Schnee hier so hoch ist. Also, was sind das, 50 cm? Ja. Gut, dass wir uns hier nicht hingequält haben. Das wäre enttäuschend geworden. Wir sind ganz gut durchgekommen, haben 3 Stunden gebraucht für 6,5 Meilen. Was wollte ich jetzt hier? Achso, ich wollte Postholing erzählen. Es ist halt super anstrengend zu postholen, weil es fühlt sich die ganze Zeit so an, als ob jemand in einem falschen Tempo vor dir herläuft. Und man muss immer genau in die Löcher treten, ansonsten kriegt man entweder knickt man sich seinen Fuß um oder man kriegt nasse Füße und muss immer wieder die Füße ganz hochziehen. Das ist halt super anstrengend. Und dann hatten wir eine kurze Phase, kein Schnee, so, weiß nicht, 50 Meter kein Schnee und dann ist Sabrina natürlich hingefallen. Ja, und mit so einem Rucksack fällt man irgendwie schneller als gedacht. Deswegen habe ich mit meinem Kopf gebremst. Ich weiß noch nicht, wie schlimm es aussieht. Müssen wir gleich mal in der Stadt gucken. Auf jeden Fall eine dicke Beule. Genau, das heißt, wir haben auf jeden Fall beschlossen, dass wir jetzt gleich noch weiterlaufen und dass wir es heute noch bis zur Stadt schaffen und dann einfach morgen in der Stadt bleiben. Das haben wir gerade beschlossen, weil wir einfach einen Tag brauchen, um uns von diesen Strapazen hier
wieder fit zu machen. Wir hören auch gerade schon wieder von den Leuten von hinter uns, dass die die Passage nicht machen werden. So, dass die jetzt wahrscheinlich, jetzt, wenn wir in der Stadt ankommen, alle schon da sind. Genau. Dann so viel. Bis später. Zu mir. Aus dem Schnee. Wir haben es geschafft. Wir sind. Wir sind nochmal 2000 Feet runter, also sind jetzt bei 6700, irgendwie sowas, glaube ich. Es ist doch erstaunlich. Wir stehen immer überall an den Camps und so, steht immer ein Schild: From Snow to the Sand. Wirklich wahr. Wir sind das erste, was wir gesehen haben, als wir den Schnee verlassen haben, waren Kakteen. So, und jetzt geben wir Gas, dass wir heute Nachmittag in Big Bear sind.